war ja schon lange geplant und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, weil das Wochenende super ständiges Wetter angesagt war. Und somit sind wir Freitagnachmittag dann Richtung Aachensee gefahren und mit den Ski am Rücken haben wir uns dann am Weg zur Dalfazan gemacht. Da das Ganze südseitig ausgerichtet war, waren die Wanderwege mehr oder weniger schon alle schneefrei, also bis auf ein paar vereinzelte Schneefälle war alles abbar. Und wir haben echt ziemlich weit unsere Ski tragen müssen, was das Ganze natürlich etwas mühsamer gemacht hat, weil der Rucksack so oder so schon sehr schwer war mit dem ganzen Kletterzeug und Skitourenzeug. Aber wir haben es dann geschafft und waren dann super happy, wie wir ca. 100-150 Höhenmeter unter unserem Schlafplatz dann endlich die Ski anschnallen haben können und die letzten Meter quasi am Schnee absolvieren haben können. Das Timing war eigentlich ideal, weil wir sind genau zur Abendsonne dann an unserem Schlafplatz angekommen und haben das Zelt in der Abendsonne aufgebaut und noch ein bisschen was gekocht und haben dann eigentlich den wunderschönen Sternenhimmel nur genossen, bevor wir schlafen gegangen sind. Die Nächte waren generell einfach so schön, wir haben die Milchstraße gesehen, es war einfach wahnsinnsklare Nacht, keine einzige Wolke. Wie viel brauche ich? 66. Ja. Yes. Am Samstag haben wir dann beschlossen gehabt, dass wir Skitour gehen und das haben wir wirklich ideal erwischt. Das war nicht mehr recht weit rauf, deswegen haben wir auch nicht allzu bald starten müssen und wir haben es dann echt so erwischt, dass der Schnee genau aufgegangen ist, wie wir oben waren und wir eine super geniale 400-Fahrt gehabt haben. Ja, das Projekt ist uns schon ein bisschen länger im Kopf gewesen. Wir haben das in einem Skitourenführer gesehen, dass man die Skitour zum Globenjoch hoch mit Kletterei an den Wänden des Globenjochs kombinieren kann. Und wir hätten nicht gedacht, dass wir so coole Kletterei hier oben finden würden, in allen Schwierigkeitsgraden und das Ganze vor allen Dingen bei so tollem Wetter erleben würden. We'll be right back.
generell für uns genial war, dass wir recht nah bei unserem Lagerplatz Wasser gefunden haben, wo wir trinken konnten, uns auch mal frisch machen konnten, all das Wasser quasi uns nehmen konnten, das wir übers reine Schneeschmelzen nicht bekommen haben. Und alles in allem war das für uns einfach ein super cooles Erlebnis, mal 2 Tage draußen zu verbringen, relativ weit weg von der nächsten Hütte und die Zeit hier oben einfach zu genießen und die Natur zu genießen. Thank you.